Alles, was der Feind bekämpft, müssen wir unterstützen. Alles, was der Feind unterstützt, müssen wir bekämpfen. Die Staatsorgane müssen den demokratischen Zentralismus verwirklichen und sich auf die Volksmassen stützen. Ihre Mitarbeiter müssen dem Volk dienen. Die Toten sind nützlich, sie düngen den Boden. Macht erwächst aus dem Lauf eines Gewehrs. Wo der Besen nicht hinkommt, wird der Staub nicht von selbst verschwinden. Bestrafe einen, erziehe 100. Das Dogma ist weniger wert als ein Kuhfladen. Das Volk, und nur das Volk, ist die Triebkraft, die Weltgeschichte schreibt. Der Revolutionär muss sich in den Volksmassen bewegen, wie ein Fisch im Wasser. Die Niederlage akzeptieren heißt den Sieg vorbereiten. Die Revolution ist keine Abendgesellschaft, kein literarisches Kunstwerk, kein Gemälde und keine Stickerei. Die Revolution ist ein Akt der Gewalt, bei der eine Klasse die andere stürzt. Politik ist unblutiger Krieg, und Krieg ist blutige Politik. Wer einen Tiger weckt, sollte einen langen Stock benutzen. Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie an der falschen Stelle. Wie die Geschichte der Menschheit zeigt, führten stets die hart vor ihrem Untergang stehenden reaktionären Kräfte einen letzten Verzweiflungskampf gegen die revolutionären Kräfte. Ich habe die enorme Energie der Masse beobachtet. Auf dieser Grundlage ist es möglich, jede Aufgabe zu meistern. Eine Armee ohne Kultur ist eine begriffsstutzige Armee, und eine begriffsstutzige Armee kann den Feind nicht besiegen. Jeder Kommunist muss diese Wahrheit begreifen. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Die Armee muss mit dem Volk zu einem Ganzen verschmelzen, so dass sie vom Volk als seine Armee angesehen wird. Eine solche Armee wird unbesiegbar sein. Kein leitender Funktionär kann allen seinen Institutionen eine allgemeine Anleitung geben, ohne bei einzelnen Mitarbeitern und einzelnen Vorkommnissen in den ihm unterstehenden Institutionen konkrete Erfahrung gesammelt zu haben. Egal wie weit der Weg ist, man muss den ersten Schritt tun. Man kann den Krieg nur durch den Krieg abschaffen. Wer das Gewehr nicht will, der muss zum Gewehr greifen. Aus einem Funken kann ein Steppenbrand werden. Politik ist Krieg ohne Blutvergießen. Keinen richtigen politischen Standpunkt haben bedeutet, keine Seele haben. Alle Kriege, die dem Fortschritt dienen, sind gerecht, und alle Kriege, die den Fortschritt behindern, sind ungerecht. Wir Kommunisten sind gegen alle den Fortschritt behindernden, ungerechten Kriege, jedoch nicht gegen fortschrittliche, gerechte Kriege. Das Gesetz des Widerspruchs in den Dingen, das heißt das Gesetz von der Einheit der Gegenteile, ist das Grundgesetz des dialektischen Materialismus. Das Gewehr gebiert die Macht. Man kann die Welt nur mit Hilfe des Gewehrs umgestalten. Das Hauptproblem der Erziehungsreform sind die Lehrer.
Der Mann, der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz, sondern eine Windmühle bauen. Der revolutionäre Krieg ist ein Krieg der Massen. Er kann nur durch Mobilisierung der Massen und im Vertrauen auf die Massen geführt werden. Die Aufgabe der Kunst und der Literatur ist bisher stets die Enthüllung gewesen. Die demokratische Revolution ist die notwendige Vorbereitung zur sozialistischen Revolution. Die Dinge in der Welt sind kompliziert, sie werden von allen möglichen Faktoren bestimmt. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen. Echte Gleichberechtigung von Mann und Frau kann nur innerhalb des Prozesses der sozialistischen Umwandlung der ganzen Gesellschaft verwirklicht werden. Ein Buddha ist um ein Vielfaches größer als ein Mensch, weil er Menschen erschrecken soll. Es ist notwendig, den Widerspruch zwischen Produktion und Bedarf der Gesellschaft durch staatliche Pläne zu regulieren. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.